Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Enshrouded. Wir spielen live auf Twitch. Einfach mal ein bisschen was anderes als Project Zomboid. Ich hoffe, das freut euch genauso wie mich. Folgt mir auf jeden Fall gerne mal auf Twitch, wenn ihr das nächste Mal selbst live dabei sein wollt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Jetzt die Frage, ob man Leitern quasi bauen kann. Weil dann würde ich nämlich drin kein Treppenhaus bauen, sondern quasi einen Leiterboden. Und wir haben schon wieder keine Steine mehr. Ich bin viel zu vernarrt in dieses Bausystem. So. Eventuell zwei Blöcke breite Vertiefung und einen Block Abstand statt nur... Achso, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ist ja ein provisorisches Haus, was eine Kollegin gebaut hatte. Ein Garten wäre vielleicht auch eine Idee. Einen Garten könnten wir hier vielleicht noch dran bauen. Ne, dass wir hier quasi... Na toll. Das ist halt doof, ne? Wenn man abstürzt, dann stürzt man halt ab. Aber, wenn ich gerade hier bin... Ich bin da wieder hoch. Kriegen wir das hin, dass ich da wenigstens kurz... dann die Wand hinzimmern kann. Nein! Das war's noch nicht. Na komm. Okay, das muss reichen. Jetzt müssen wir ganz kurz wieder hierhin schnell reisen, weil ich komme anders nicht mehr hoch. So, das mit dem Garten finde ich auch geil. Den Garten baue ich dann, glaube ich, eben hier hin. Ne, dann hier nochmal so ein kleines bisschen nach außen vielleicht, dass man auch von da runterschauen kann. Da drüben dann noch so einen Turm hinbauen. Oh, das wird cool. Das wird cool. Ich baue erstmal den Turm weiter, glaube ich. Achso, und ich wollte noch kurz gucken, ob wir Leitern bauen können. Bänke, Stühle, Tische, Feuerstellen, bla bla bla, Türen. Holzdoppeltür, sehr gut. Aber die ist zu breit, glaube ich, ne? Holztür, Metallschrott und Holzscheiter. So, Fenster brauchen wir auf jeden Fall, Geschirr, Zäune. Leitern hätte ich aber gerne. Baugerüste. Was wäre mit auf dem Berg links, wenn man von vorne drauf guckt, auf Dachhöhe? Wie meinst du? Warte, also, okay. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Jetzt versuche ich erstmal das, was du gerade schon geschrieben hattest. Ja. Das passt dann, glaube ich, wenn das dann... Das sieht schon eher aus wie Zinn. Das sieht eher aus wie Zinn. Vielleicht dann hier noch eins frei, so. Dann muss das aber auch hier frei. Da baue ich einfach zu. So. Vielleicht noch mit eins zu oben dran. So, ich stelle mal ganz kurz dahin. Also da kommt dann ein Turm hin, das wird ganz cool aussehen. Und da, man kann ja auch auf dem Berg links, wenn man vorne drauf guckt, auf der Dachhöhe, man kann ja auch zwei Ebenen mit Gärten machen. Ne? Dass du so eine Ebene machst, wo dann vielleicht ein Baum oder sowas steht, wo man dann so ein bisschen eine Bank oder sowas noch hinstellen kann und dann oben vielleicht so einen Garten, wo man dann ein paar Kräuter anbauen kann. Dass man so zwei Ebenen hat mit Gärten, das wäre auch cool. Das wird was. Das wird richtig mega. Also ich freu mich jetzt schon drauf, wie das aussehen wird, wenn es da mal fertig ist. So.
Da müssen wir ein bisschen terraformen. Aber diesmal glaube ich nicht ganz so viel. Aber Leitern haben wir jetzt keine gefunden, ne? Vielleicht hier im normalen Dingens? Oh, das ist aber doof. Das klingt auch nicht schlecht. Jetzt habe ich auch Lust zu bauen. kann ich nachvollziehen. Also das Bausystem macht irrsinnig Spaß hier. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Also ich empfehle es dir auf jeden Fall für spätestens deinen nächsten Stream, beziehungsweise wenn du das nächste Mal insgesamt weiterspielst, dich auch mal ein bisschen damit zu befassen, sich einfach ein bisschen auszutoben, ne? Dass man auch eine Basis hat, zu der man dann wieder zurückkehren kann. Das ist eigentlich immer ganz geil. So. Brauche ich jetzt erstmal hier noch den Boden? Oh, hier müssen wir noch eins weiter nach da drüben. Und dann können wir hier nämlich anfangen, etwas zuzubauen. So. Ich glaube... Aber erst beim nächsten Mal. Ich glaube, ich baue dann... Ups, das war das Falsche. So. Ich hoffe, das wird so gut, wie ich das denke. Pass auf. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht. So. Dann kommen wir hier aufs nächste Stockwerk. Man muss nur immer ein bisschen hin und her spinnen, in Anführungsstrichen. Weil man, ist ein bisschen ungewohnt, weil du hast halt echt viele Möglichkeiten, Sachen einzustellen. Egal ob das ist, also ich kann jetzt so zum Beispiel die Entfernung ändern, wenn ich Q drücke und dann näher oder eben weniger nah platzieren. Und dann kannst du mit Steuerung, kannst du den Materialien auswählen und mit Alt kannst du halt alternative Strukturen auswählen und so weiter. Und da muss ich manchmal kurz ein bisschen überlegen, so welche Taste muss ich jetzt eigentlich gerade drücken. Okay. Der Turm soll jetzt wirklich zum Hochkommen einfach nur sein, ne? Oh, ich sehe, was ich hier falsch gemacht habe. Da steht eins zu weit da drüben. Ja, würde ich das nämlich gerne einmal...
Okay. Und ich habe ein Stock. Was ist das denn? Was habe ich denn da gemacht? Und was habe ich denn da gemacht? Sag mal, da habe ich ja gar nicht aufgepasst. So. Mal schauen, vielleicht mache ich dann auch eine Burg oder sowas in der Art. Ich finde, Burgen sind halt immer so was Cooles, weil es am Ende nicht so alles einfach rechtwinklig und wie auch immer sein muss. Und es kann auch schön organisch wachsen, weil echte Burgen sind ja auch schön organisch gewachsen, ne? Und irgendwie bin ich halt einfach Freund davon, ich weiß auch nicht. Und gerade in solchen Settings würde ich auch, glaube ich, in echt dazu tendieren, eine Burg zu bauen. Also wenn ich insgesamt überhaupt was bauen würde. Weil es halt einfach praktisch ist. Solange der Gegner keine Flugzeuge hat, ist eine Burg halt wirklich was Praktisches. Vor allem auf dem Berg halt, ne? Hier und einmal hier. Und ich glaube, das nächste Stockwerk wird dann das letzte Indoor-Stockwerk. Und dann bauen wir noch ein Stockwerk oben drauf. Ne? Also hier kommt noch einmal Indoor hin. Dann kommt noch eins oben drauf. Und dann haben wir da auf jeden Fall einen groß genug Turm. Dann würde ich hier noch einmal ganz kurz, das mache ich jetzt nochmal ganz schnell, bevor wir jetzt schlafen gehen. Für Ingame heute natürlich nur. Beziehungsweise wir nutzen nochmal das bisschen an Licht, was wir noch haben und gehen mal, bauen wir noch ein paar von den Dingens, von den Türen gerade. Das war nicht das Richtige. Das war auch nicht das Richtige. So, also wir brauchen eine Tür für Türen hier. Für den Eingang. Wir brauchen eine Tür für den Hauseingang, für den Turm und für hier unten. Und dann brauchen wir noch ein paar Fenster. So. Wo habe ich die jetzt? Ah, hier sind die Türen. Okay, perfekt. Fange ich mal da unten an, dass erstmal die Burg selbst gesichert ist, ne? Aber ich glaube, das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt. Warte mal. So muss die, glaube ich, eher rein. Sag mal. Oh. Gott sei Dank haben wir hier schon ein bisschen ausgeleuchtet. Helms Klamm ist aber auch gefallen, obwohl es keine Flugzeuge gab. Oh, das ist jetzt. Also, das ist richtig. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht das Argument, was am passendsten ist. Ich meine, wenn du eine Burg verteidigst mit 300 Leuten gegen 10.000 Leute mit Sprengstoff, das ist natürlich schon schwierig. Sag mal, ich drücke die ganze Zeit Escape, weil ich denke, so komme ich aus dem Baumodus wieder raus. Aber jetzt schlafen wir erstmal, weil sonst sehen wir halt den Rest des Tages nichts mehr. Und dann können wir noch ein paar Fenster einbauen. Und ich darf nicht vergessen, wieder Früchte zu essen, ne? Ist schon wieder morgen? Und hier die Treppe muss ich unbedingt noch fixen. Warte mal, das mache ich am besten gleich. So und so.
Na toll. Das ist ja super gelaufen. Ich bin Profi. Okay, perfekt. Dabei kommt diese eine Lücke, können wir lassen. Warum kriegen wir eigentlich keinen Ausgeruht-Buff mehr? Ach, ich glaube, das kriegen wir nur da, wo die Flamme steht, oder? Hier sehe ich auch gerade noch ein bisschen Ausbesserungsbedarf. Weil dann können wir hier... Dann kann hier nämlich noch so eine Treppe hoch nach da oben zu den Gärten. Und hier kommen dann da unten noch Gärten hin. Es waren knapp 1000, die verteidigt haben. Da alleine 300 Elben dazu kamen. Ah ja, gut. Aber ich glaube... Waren es nicht auch 300 Menschen? Also, wobei, ich muss auch gestehen, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die Filme geguckt habe, aber die Bücher tatsächlich nie gelesen. Ne? Bitte nicht deabonnieren deswegen, aber... aber tatsächlich habe ich nur die Filme gesehen. Upsa. Ist jetzt eigentlich nicht so hoch, wie es sein sollte, aber das ist eigentlich nicht so wild. Ne? Kann ruhig ein bisschen ungleichmäßig auch sein. Dann sieht es ein bisschen organischer aus. So. Und dann kommt jetzt noch ein Stockwerk oben dran und dann haben wir den Turm fertig. Könnten auch. Okay, ich versuche mal was. Wie gesagt, heute Baustream. So. Für die Leute auf YouTube ist halt ein bisschen doof, weil jetzt die Folgen sich dann schon ein bisschen in die Länge ziehen, ne? Aber. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Also, ne? Es ist ja auch ein Bauspiel, ein Aufbauspiel. Also, es ist eigentlich ein Survival-Spiel, klar, aber. Bauen gehört halt nun mal dazu. So. Dann kommt erstmal wieder der hat der hier wieder dann ins Eck. Zusammen mit der Treppe. Okay, das verstehe ich jetzt nicht zu 100%. Ich glaube, ich bin eins zu hoch, oder? Na, beides passt schon so. Wenn die Burg fertig ist, machst du dann den Todesstern in einem richtigen Maßstab. Auf jeden Fall, das werden dann die nächsten 4000 Folgen. Eral baut den Todesstern in Enshrouded nach. Warte mal, wir könnten aber... Ich glaube, ich mache das so. Okay, perfekt. Und dann... Ich kenne auch nur die Filme. Und 1000 waren nur eine grobe Schätzung. Ich glaube, 600 waren es dann in Summe. Also wenn die Elben so 300 sind, das waren noch so um die 300 Menschen. Das sagt er irgendwann mal. Weiß es jemand besser weiß, gerne, lass es uns gerne wissen. So. Okay, und dann würde ich nämlich gerne das hier 1, 2, 3, beziehungsweise davor brauchen wir
Weil sowas hatten nämlich auch viele Burgen. Hallo. Ja. Beziehungsweise. Wobei, ich glaube, das geht so. Ja, doch, doch, das geht, das geht. Das machen wir so. Das habe ich direkt ans Eck gepackt. Okay, dann packe ich das hier natürlich auch direkt ans Eck. Letzt noch hier drüben. Okay, wie viel passen jetzt hier noch rein, dass es einigermaßen gleich aussieht? 1, 2, 3. Warte mal. Jetzt mal. Da sind jetzt 3 dazwischen, 4 dazwischen. Ich glaube, ich mache mal hier. 4 und 1, 2, 3, 4 und hier 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Perfekt. Genau daran hatte ich auch gedacht, ob ich dir das vorschlage. Was genau meinst du das mit dem, dass obendrauf quasi dann noch so ein Dings kommt? So ein Häuschen, also so eine Art Häuschen kommt. Oh, jetzt brauche ich Holz. Oh nein, ich hoffe, ich habe noch... Nein, wir haben alles Holz verhauen. Stimmt ja, wir... Oh nein, wie dumm. Okay, wir müssen Holzfällen gehen. Oh Mann. Das ist ja gut gelaufen. Na gut, egal, dann machen wir wenigstens zwischendrin mal wieder ein bisschen was anderes. Als einfach nur bauen. Und eigentlich können wir auch coolere Wege nach unten nehmen, pass auf. Wir hätten eigentlich auf dem Turm einfach runterspringen können, ne? So, diese Verbreiterung oben, was dann ein bisschen so wie eine Blume dann aussieht von vorne. Genau, das ist dann, also es geht dann so ein bisschen nach außen, dann kommt so quasi nochmal wie so eine Holzwand, sag ich mal, und dann auch so ein Holzdach, ne, und dann mit großen Fenstern, also Fenstern dann natürlich. Das hatten viele Burgen eben als zusätzlichen Wehrgang sozusagen. Und dann bringt es auch noch mal ein bisschen was extra rein. Es ist hier kein Holz gedroppt. Es ist kein Holz. Hatte nur an komplett aus Stein gedacht. Das war aber häufig aus Holz tatsächlich. Dieser. Ich weiß gar nicht, wie das heißt dann ehrlich gesagt. Dieses Häuschen auf dem Turm quasi. Das Penthouse. Der Pentturm sozusagen. Der war tatsächlich sehr häufig aus Holz. Auch die Wehrgänge übrigens. Also häufig waren die Steinmauern tatsächlich einfach von der Breite her einfach nur so 40, 50 Zentimeter dick, nur in Anführungsstrichen. Und hatten dann halt einen Wehrgang aus Holz. Mit dem ganzen Wachs können wir dann später auch Kerzen bauen. Hm,
So. Ich glaube, fürs Erste reicht das Holz mal. Aber wir müssen da unten dann auf jeden Fall noch den Turm noch quasi in den Berg reinziehen, ne, weil jetzt gerade schwebt er halt so ein bisschen. Aber ich glaube, wenn das dann oben dran noch dann so spitz zuläuft, das wird auch ganz cool. Nur die einzige Frage ist, ob es tatsächlich genügt, so wie wir es machen, oder ob wir dann früher oder später vielleicht wirklich sogar noch ein Gerüst von unten hochziehen müssen, um das Ding noch zu verbreitern. Nee, ich glaube, das geht so. Ich glaube, das geht so. Spannenderweise sieht sogar diese Tür, weil die einfach so aussieht wie so eine große, massive Holztür. Finde ich, passt sogar die Tür dahin. Auch wenn das eigentlich eher ein Tor sein sollte an der Stelle, ne? Ich muss das Holz noch verarbeiten. Ich bin viel zu euphorisch. Am Weiterbauen. So, ich mache mal 1500. Das dürfte reichen. Ich kann es mal schwer einschätzen, wie viel man davon dann tatsächlich braucht. Und dann hauen wir natürlich noch ein paar Schießscharten rein. So. Ich bin mal gespannt, wie deine Burg aussieht, wenn es fertig ist. So könnte es vielleicht sein, dass der Turm zu nah an dem Rest ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es kann ja schon auch so eine leicht gestauchte Burg in Anführungsstrichen sein, ne? Das ist ja schon auch völlig okay. Aber ansonsten dito. Also ich bin auch super, super gespannt, wie das sein wird. Also wie die aussehen wird. Hier würde ich, glaube ich... Beziehungsweise ich fange jetzt erstmal hiermit an. Eins zu hoch, oder? Ja, das ist definitiv eins zu hoch. Okay, dann nehme ich vielleicht das hier eher. Ne? Moin, Cobra. Schön, dass du da bist. Wie war dein Wochenende? Ich hoffe doch gut. Ich hoffe, wir können die Sachen übrigens nachher möglichst einfach auch ersetzen durch Neues. Wir müssen da dann nicht... Das können wir eigentlich mal probieren kurz, oder? Können wir nicht. Mann! Ich hoffe, das lernen wir noch oder sowas. War bis jetzt ganz in Ordnung. Okay, dann hoffe ich, dass sich durch meinen Stream daran nichts ändert. So. Okay, dann haben wir das. Dann würde ich... So, glaube ich. Hab es vor 10 Minuten selbst noch gezockt. Auch, Enshrouded oder was hast du gespielt? Ja. Und so. Okay, dann haben wir, hier sind dann die beiden Dingens, ne? Dann haben wir 1 frei, 2 frei, 3 frei, 4 frei. Das heißt, da kommt was hin. Dann haben wir hier wieder... Dutsch. Dann haben wir... 1, 2,
Eins frei, zwei frei, drei frei, vier frei. Ja. Ja, Stütze, Stütze. Eins, zwei, drei, vier. Hier haben wir Stütze, Stütze. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben da immer zwei Abstand zwischen, ne? Da brauche ich nur eins messen. Nee, drei Abstand. Warum haben wir denn hier zwei Abstand? Warte mal. Stütze, Stütze. So, dann ist eins frei, zwei frei, drei frei, vier frei. Stütze, Stütze. Vier frei. Stütze, Stütze. Und dadurch vier frei. Stütze, Stütze und vier frei. Eins, zwei, drei, vier. Wahrscheinlich ist es hier einfach... Ich glaube, der ist nicht ganz quadratisch, der Turm. Enshrouded, bin jetzt Level 21. Okay, ja, so weit bin ich noch nicht. Ich halte mich die ganze Zeit im Bauen auf und so. Stütze, Stütze, dann haben wir einen frei, zwei frei, drei frei, vier frei. Dann haben wir hier auch nochmal Stütze, Stütze. Zwei, drei, vier. Okay, ich glaube, der Turm ist wirklich einfach nicht quadratisch. Eins, zwei, drei, vier. So. Wie findest du eigentlich Minecraft? Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Also ich habe mich da früher auch sehr verkünsteln können in Minecraft. Also wirklich, muss ich echt sagen. Aber ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Also locker 5, 6 Jahre habe ich, glaube ich, kein Minecraft mehr gespielt. Aber an sich eigentlich ganz cool. Also vor allem, du kannst halt auch unendlich viel modden und sowas in Minecraft, ne? Und dann kannst du dir halt dein Erlebnis auch immer wieder selbst neu bauen, wie du es halt gerade haben möchtest. Also von daher schon eine coole Sache. Wir können noch ein getärbtes... Warte mal. Können wir auch ein normales Holzdach machen? Nee, nur Pflanzenfasern, okay. Oder halt geteertes Ziegeldach, Steinziegeldach. Na gut, egal. Nicht so schlimm. Dann machen wir Pflanzenfaserdach. Wo haben wir die Dachdinger? So. Würdest du es denn wieder mal zocken? Ja, ich glaube schon. Also, jetzt ad hoc. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich muss jetzt unbedingt demnächst Minecraft zocken. So, ne? Aber ich glaube so prinzipiell, früher oder später würde ich es wahrscheinlich schon mal wieder spielen. So, ich baue erstmal kurz die Dächer. Ah, ich habe noch nicht verarbeitet. Ich gehe mal ganz kurz raus aus dem Ding. Dann kann ich hier nochmal was essen. Ich hoffe, das reicht. Die Antwort reicht mir. Warum hast du da mal Lust, was gemeinsam zu starten, oder... Ich glaube, so machen wir das am besten, oder? So. Oder ist so ein bisschen zu weit unten? Habe viele Ideen. Zwei kennst du ja schon, bestimmt. Ich glaube, so passt es am besten. So, dann baue ich erstmal hier weiter.
Das war nicht richtig. Oder habe ich dir nur die eine bisher gesagt? Also eine kenne ich auf jeden Fall. Bei der zweiten bin ich mir gerade nicht sicher. Muss ich gestehen. Kann aber auch an mir liegen. Was ist denn? So. Okay, doch, jetzt habe ich es. Okay, gut, das war jetzt ein bisschen nervig. Aber ich glaube, ich baue es trotzdem zu, oder? Ja. Okay, so. Du. Also, der Turmbau ist, den finde ich tatsächlich sehr anstrengend gerade. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Ich glaube, das rentiert sich. So, kann ich da jetzt schon... Ah, Mann, stimmt, das geht ja nicht ganz zu. Warte. Dann muss ich das so machen, glaube ich. Reicht es denn schon? Doch, das sieht gut aus. Ah, und dann kommt natürlich noch... Ich weiß nicht, ob es so durchschaut nach außen. Probier das mal. So, okay, haben wir einen Turm gebaut. Kannst du dir mal schreiben, wenn du magst. Kannst du gerne machen, auf jeden Fall. Ich werde es dann nach dem Stream aber erst lesen. Ich hoffe, das ist okay. So, dann fehlt hier noch die Tür.